So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und ihr wisst alle, wir sind also zurück. Das Pokémon Go Fest ist beendet. Ich habe trotzdem ein bisschen Zeit gebraucht, dass ich die ganzen Folgen mal schneide. Habe also eine Folge gemacht über die Hinfahrt, über die Unterkunft, was dort so alles abging. Eine Folge dann von dem Go Fest Teil 1, weil das insgesamt fast 36 Minuten gegangen wäre, habe ich das in zwei Folgen aufgesplittet. Dass ihr einfach einen besseren Eindruck habt, was da alles abging. Ich wollte da nicht alles weglassen. Hab heute auch die zweite Folge hochgeladen, wo wir BisaFan TV getroffen haben und die Spezialforschung beendet. Der Akku war leider dann leer, den Rest musste ich so machen. Jetzt habt ihr also in den Videos, die bisher online sind, gar nicht alles gesehen, was wir gefangen haben, was es als Ausbeute gab. Deshalb möchte ich jetzt noch ein kleines Video dazu machen mit meinem Fazit und der wirklichen Endausbeute vom Pokémon Go Fest 2019 in Dortmund. Möchte ich gleich dazu sagen noch, was ihr ja gesehen habt in dem letzten Video. Wir haben also BisaFan TV getroffen und das war mir in dem Moment sogar noch wichtiger als Hong und Schilling, weil mit dem habe ich auch viel Kontakt und er kommentiert immer meine Videos und ich seine. Ich gucke da bei ihm immer mal, er bei mir und man schwebt einfach irgendwo auf einer Wellenlänge, auch wenn ihn viele doof finden und mich viele doof finden. Das macht uns schon wieder zu was Besonderem. Und so hat er dann geschrieben, er ist jetzt da und da. Wir haben uns dann getroffen. Der ist uns dann auch nicht mehr von der Seite gewichen. Wir sind zusammen den Rest des Festes darum. Hat sich dann als Führer geoutet, hat uns zu den verschiedenen Habitaten nochmal, gerade als wir die Fotos machen mussten. War ganz cool, war ganz nett, war auch ganz lustig. Der Isbo hat sich auch gefreut, denke ich mal. Man kam sich vor, als hätte man sich schon ewig gekannt. Er hat dann auch Pumping Werner angetroffen, den kenne ich persönlich nicht, den sehe ich aber immer unter seinen Videos, dass er damit verlinkt ist und dass auch jemand, mit dem er zusammen auch Projekte startet und so weiter, den habe ich da auch dann gesehen, mal die Hand geschüttelt, mal Hallo gesagt, war auch eine coole Sache. Wen wir noch unbedingt treffen wollten, das war der Stefan Landei, Landei69, den kennt ihr ja vielleicht aus diversen Videos, der immer mal hier Sachen auch für Raider Mittwoch mit reinbringt und der mit seinem NoGym 2019 Account diese NoGym-Aktion gestartet hat, dass er Level 40 erreichen will, ohne Arenen, ohne Team, ohne Raids, ohne irgendwas, ohne Bewertungen, ist auf einem richtig guten Weg. Der will am Ende den Account ja dann auch verlosen unter allen, die da mitmachen. Wie genau das ablaufen wird, das werden wir uns noch anschauen. Den haben wir dann aber auch getroffen, da war die Kamera leider schon komplett aus. Der war aber auffällig mit seinem Strohhut und seinen gelben Glocks, wie er da rumgelaufen ist. Mit dem habe ich dann auch noch was getauscht, einen Spezialtausch gemacht. Darauf kommen wir dann gleich nochmal, wenn wir die Ausbeute uns angucken. Und dann gab es noch ein Problem mit Evoli, zu dem kommen wir aber gleich. Wir wollen jetzt nämlich mal live rüber aufs Handy schauen und mal gucken, wie es überhaupt losging. Denn das allererste Pokémon, was ich dort gefangen habe, das allererste Shiny, was rauskam, war ein Slimer. Ein Slimer als Shiny hier Dortmund, Nordrhein-Westfalen, 6.7. Seht ihr da, das war sogar noch vor der offiziellen Spielzeit. Ich hatte nämlich ein normales Ticket ab 10 Uhr. Wir sind aber so kurz nach 9 schon in den Park, sind dort rumgelaufen, haben uns mal die ganzen Sachen angeguckt, abgefilmt, sind ein bisschen durch die Gegend, hatten dann auch den Plan, ab 10 Uhr werden wir dann die Forschung zum Durchstarten Kapitel 4 einlösen. Denn da hieß es ja, da gibt es natürlich ein Shiny Evoli garantiert und für die Ticketbesitzer des Go-Festes wird das Shiny Evoli dann eben einen Blumenkranz haben, was dadurch natürlich nochmal viel wertvoller ist. Jetzt gab es ein Problem bei mir, ich hatte mein Handy, ich hatte die Aufgabe schon drauf, habe das dann einfach in die Hose gepackt, habe eigentlich gedacht, ich habe Tastensperre drin, bin rumgelaufen, wollte was aufnehmen, habe das da wieder raus, habe plötzlich ein Shiny Evoli drauf gehabt, habe gedacht, oh, Shiny Evoli, habe das dann gefangen. Und habe danach erst gesehen, dass das von der Aufgabe war, weil das in der Hosentasche einfach angeklickt hat, hat die Aufgabe schon eingelöst, schon vor 10, bestimmt 9.45 Uhr, sagen wir mal, hat es das eingelöst und ich habe mich so geärgert, aber der Iswo hat gesagt, er hat seine ja noch nicht eingelöst, er hebt seins auf, nach 10 löst er dann sein Evoli ein, gibt mir das dann, tauscht mir das rüber, hat er mir versprochen, wollte er machen, weil er hält eh nicht so viel von Shinies. Dann haben wir ungefähr 10.30 Uhr bei ihm die Spezialaufgabe gelöst und er hat genau wie ich einfach ein normales Shiny Evoli bekommen, ohne Blumenkranz, obwohl schon überall Blumenkranz-Evolis rumgesessen haben. Dann habe ich gleich im Video gesagt, dass das alles fake war, dass das also überhaupt nicht ging, ihr das gar nicht machen konntet. Was aber wahrscheinlich auch eine falsche Info war, denn es ging. Aber irgendwo kam das Gerücht auf oder die Rede davon, dass Niantic den Start versemmelt hat, in dem Sinne.
oder wusste, dass die Spieler das vorhaben und dass man erst ab 10.50 Uhr, diese Uhrzeit, 10.50 Uhr habe ich irgendwo gelesen, dann das Eboli mit Blumenkranz abholen konnte und wer es vorher abgeholt hat in diesen 50 Minuten, der hatte Pech, der ist leer ausgegangen, der hat kein Blumenkranz-Shiny bekommen, sondern nur ein normales Shiny Eboli. Ist aber trotzdem cool, Shiny Evoli, und man konnte ja so auch Evolis fangen mit Blumenkranz und hatte die Chance nochmal Shinies zu bekommen. Dann seht ihr hier verschiedene Sachen, Traumado, Barschwa, Mauzi, Kusilla, Incognitos, war natürlich da, Wake Up, die Buchstaben, viele Blumenkranz-Evolis, wenn du Flea bist, der Kontinentale, ein Riolu habe ich gebrütet, Aerodactyl gab es auch wild, gerade in den Gesteinsgebieten, wieder Incognitos, das erste Nidoran hier gefangen, auch richtig gute Sache, das wollte ich ja unbedingt, weil Nidoking in seiner Endentwicklung sieht richtig genial aus. Ein Shiny Nebulak haben wir auch noch bekommen, beziehungsweise ich, auch wild gefangen. Das bräuchte ich nicht, das könnte ich sogar tauschen, ist aber gut zum Mitnehmen für andere Trades. Dann hat man die Aufgaben gelöst, auch mit den 5 Pokémon von den verschiedenen Typen fangen. Das seht ihr, gab es bei der einen Aufgabe ein wildes Nidoking zu fangen als Belohnung, ein Magnezone aus der anderen, ein Meditalis, ein Sherox wild zu fangen und ein Milotic. Das also richtig coole Sachen, 5 Stück, und das Magnezone finde ich dabei immer noch am brutalsten, weil das könnt ihr ja sonst nur mit einem Magnet-Lock-Modul entwickeln und das ist auch das neueste von den 5 Stück und konntet ihr einfach so dann aus der Aufgabe bekommen. Richtig gute Sache also. Dann habt ihr weiter Venoflibis, Incognito. Ich habe viele Sachen zwischendurch auch schon weggeschickt, weil der Beutel voll war. Deswegen seht ihr viele Incognito und Venoflibis dann auf einem Haufen. Dann Kabuto, Muscha, Sebas, Tansa, Pinsir, Magnetilo, je nachdem wo ihr rumgelaufen seid. Weiter Incognitos, Sichloren aus den Fotobombs gab es dann auch mal Krakilo oder Palimpalim. Wenn ihr da spezielle Aufgaben gemacht habt, habt ihr das da rausbekommen. Ein Shiny Pinsir haben wir noch mitgenommen. Das war auch noch im Video zu sehen. Auch gute Sache. Weiter hier gejagt nach Nidoran. Dann haben wir auch das zweite Nidoran männlich als Shiny bekommen. Perlu gab es. Ein ganz besonderes Schmanker. Pikachu mit Blumenkranz als Shiny, das ist das, was im Video noch gezeigt wurde. Richtig krasse Sache, also das ist richtig verdammt selten für die meisten oder hat einen guten Sammlerwert, sagen die immer. Was dann nicht mehr im Video zu sehen war, danach gab es noch ein Flunkiefer in Shiny, wild gefangen. Der Iswo hat da glaube ich auch noch eins geklickert und eins so gefangen. Dann ging es wieder weiter, Venoflibis, Nidoran, noch ein Shiny hinterher, da waren wir gerade auf dem Weg zur Seilbahn. Und auf dem Weg zur Seilbahn, da wollte ich mit dem Iswo noch fahren. Und über den Park drüber hinweg habe ich gesagt, Shiny! Bin 2 Meter weiter gelaufen, Shiny! Und da kam das nächste Shiny hinterher. Noch ein Nidoran. Richtig gute Sache. Und hier seht ihr dann ein Evoli Shiny mit Blumenkranz. Ist es auch noch geworden. Auch wenn es aus der Aufgabe nicht kam, haben wir dann noch so ein wildes bekommen als Shiny. Beziehungsweise ich. Und neben dem Blumenkranz Pikachu eben ein weiteres Blumenkranz Shiny Evoli in der Sammlung. Das mit dem Muschas, nee, Muschas war da nicht dabei, Nidoran haben wir schon gesagt. Dann seht ihr hier nochmal Nidoran 160 WP, Nidoran 587 WP, das glaube ich auch das höchste, was ich dann später noch entwickeln werde. Fineon noch gefangen, ein bisschen auf Krabbi-Jagd immer gegangen, hat Visafan TV ja auch noch einen Shiny Krabbi bekommen am Ende, war zu sehen als Bonus. Dann wieder ein paar Pikachu, Flunkiefer, Bronzel ein bisschen gejagt, Ratini, ein paar Evolis angeklickt, nochmal Pikachu, Ammonitas, ein Kusilla ist geschlüpft beim Iswo, das hat er mir mit einem Spezialtausch aber rübergegeben, hat er gesagt, braucht er nicht, da können wir mal gucken, genau. Bretten, Baden-Württemberg, Deutschland, Elisahohn, ein Shiny Kusilla gebrütet, mir rübergetauscht. Das Trittini hat er auch bekommen, das wollte er auch gleich loswerden. Das hat er auch mit dem Klicker gefangen, hat gesagt, komm, brauche ich nicht, nimm dir. Ich habe gar nicht auf die WP geachtet, habe gesagt, komm, ja, gebe ich dir hier. Und dann kam das rüber, WP 14 ist auf WP 13 runter, habe ich gedacht, oh mein Gott, was war da denn los? Da hätte ich lieber gewartet und noch was anderes getauscht. Aber dann ging es weiter, da habe ich noch ein Shiny Metiti gefangen, wie ihr seht, auch am 6.7., auch im Park, das fehlt auch noch einigen, habe ich gehört, das brauche ich selber nicht, ich habe da schon beide gehabt, könnte ich also auch tauschen. Dann habt ihr hier das zweite Shiny Blumenkranz Pikachu
in Dortmund. Insgesamt habe ich jetzt also 3 Stück schon davon, könnte also 2 behalten und 1 tauschen. Aber wenn man es genau nimmt, könnte ich sogar alle 3 tauschen, weil eigentlich brauche ich die nicht. Ich würde mir da lieber noch ein paar Babys gönnen, Shiny Fluffeluff oder so, das fehlt mir nämlich noch komplett. Ja, dann ging es glaube ich schon dem Ende zu, das seht ihr, da ist noch ein Kleinstein, das habe ich aber getauscht mit Stefan Landei. Der hat nämlich noch Inkognito gesucht und er wollte den Buchstaben L haben. Kleinstein hatte ich schon registriert, da habe ich schon 2, mir hat ein 3. gefehlt. Da habe ich gesagt, gut, das mach mal, da fehlt mir zwar jetzt wieder das L. Das war aus Wiesbaden, Hessen, am 3.7. erst gefangen, Landei 69. Hat er mir seinen Kleinstein abgegeben, hat dafür das L bekommen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich wieder irgendwo ein L herbekomme. Und ja, ein Lavita gab es auch noch, das kam aus dem Ei, aus einem Zweierei in Dortmund gebrütet. Ein Shiny Lavita aus dem Ei. Auch richtig gute Sache. Noch ein 96er Blumenkranz Evoli. Leider nicht shiny. Und dann müsste es, glaube ich, dem Ende zugehen. Genau. Pupsi, das haben wir hier. Pupsi hat noch ein weibliches Nidoran bekommen. Das habe ich auch dann mit ihr getauscht. Sie hat dafür noch ein männliches bekommen. Das hat ihr nämlich noch gefehlt. Auch am 6.7. bekommen, am 7.7. getauscht. Das haben wir noch mit reingenommen. Jetzt habe ich da auch alle 3 voll, die ganze Familie. Und hier oben, das ist dann was anderes. Das seht ihr, ein Jurob. Das habe ich aber vom Bullseye Passy getauscht bekommen. Das war nach dem GoFest. Und nochmal ein Shiny Blumenkranz Evoli. Das hat der Iswo, glaube ich, auch geklickert. Wir gucken nochmal. Ne, das hat er so gefangen sogar, aber auch am 6.7. Hat zwar keinen Sinn Aufgabe bekommen, aber auch so eins bekommen und hat mir das dann auch rübergegeben. Das war also die Ausbeute vom GoFest und ich kann nochmal sagen, es hat sich wirklich gelohnt. Jeder Cent hat sich gelohnt, jede Sekunde, jede Minute. Es war wirklich ein richtig tolles Feeling. Ich war ja letztes Jahr schon dort, wir waren ja bei der Safari-Zone in Dortmund. Jetzt war es nochmal eine ganz andere Sache, das GoFest eben mit der Spezialquest, mit den besonderen Habitaten, wie die aufbauten, wie Iswo immer gesagt hat. Das war wirklich was fürs Auge, da konnte man sich was angucken. Diesmal eben auch Iswo und Pupsi dabei. Das war richtig cool, hat Spaß gemacht. Dann den Landei getroffen, den Danny getroffen. Letztes Jahr habe ich ja noch keine Videos gemacht. Erst nach dem GoFest habe ich angefangen, Videos zu machen. Dieses Mal hat es geklappt. Deswegen habe ich auch alles gefilmt, mitgenommen. Und da sieht man, was in einem Jahr Pokémon alles passiert. Die 500 Abos habe ich jetzt auch erreicht. Fand ich auch cool. Danke nochmal an jeden, der das immer fleißig teilt und guckt und liked und kommentiert. Auch wenn die Kommentare immer sehr sparsam sind. War auf jeden Fall eine richtig tolle Zeit. Auch als wir da zusammen durch den Park sind, haben die Wasserstände wieder gesucht. Jeder hat sich eine Flasche voll gemacht und über den Kopf gekippt. Und überall ist die Soße runtergeblättert und alle haben geguckt. Und der Danny auch, boah, ihr seid so verrückt und yeah. Und dann hat er mitgemacht und wir standen da, waren alle total durchnässt. War eine richtig coole Sache. Hoffe ich nächstes Jahr wieder GoFest. Wenn nicht in Dortmund, vielleicht woanders. Aber in Dortmund passt das eigentlich gut hin. In Chicago machen die das ja auch immer. Bis jetzt immer Chicago gewesen. Und wenn es wieder stattfindet, dann bin ich natürlich 100%ig am Start. Da würde ich alles für geben. Und ja, war eine coole Zeit, eine coole Ausbeute. Das Wetter hat gepasst, alles hat gepasst. Wir haben dort auch diese Pulled Pork Fries gegessen. Aber dann abends immer noch woanders zum Essen hin, haben dort gespart. Danny wollte auch dort nichts essen. Er hat gesagt, wenn er jetzt da was isst, dann muss er ja dann wieder aufs Klo und dann kann er nicht spielen, wenn er auf dem Klo ist. Also haben wir es dort mit Essen ruhig angehen lassen, die Zeit lieber investiert zum Spielen. Hat Spaß gemacht und man muss sich mal überlegen, in einem Jahr gibt es ja noch mehr Shinies, die released wurden, die ihr dann an so einem GoFest antreffen könnt. Deswegen, es wird eigentlich von Jahr zu Jahr immer besser, immer genialer, es kommt immer mehr hinzu. Es wird nicht langweilig, Niantic bietet uns immer weiter, immer was Neues. Richtig gute Sache, mir hat Spaß gemacht. Hat es euch auch Spaß gemacht? Wart ihr beim GoFest in Dortmund? Wart ihr selber anwesend? Habt ihr mich vielleicht sogar gesehen? Jemand hat mir Fotos dann geschickt. Als ich gerade ein Video gemacht habe, wurde ich fotografiert. Die Fotos wurden mir dann zugeschickt, dass ich da gerade, ich wollte nicht stören, hieß es dann. Und habe gesehen, du redest da, also mache ich mal ein Foto und wollte nur sagen, ich war auch da. Wart ihr auch beim GoFest? Wie hat es euch gefallen? Hattet ihr Spaß? Habt ihr gute Shinies bekommen? Wie war eure Ausbeute so? Auf was seid ihr besonders stolz? Würdet ihr nochmal da hingehen? Und wie findet ihr das im Vergleich zur Safari-Zone? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.